Okay, so, aber jetzt möchte ich darauf eingehen, wie kannst du Online-Kontakte generieren? Ja, und da möchte ich dir gerne kurz was zu zeigen, beziehungsweise auf ein paar Punkte eingehen. Muss ich ganz kurz hier den Bildschirm teilen, kleinen Moment. Und zwar, damit du das jetzt nicht nur hier so von mir hörst, sondern dass du es auch hier nochmal auf dem Bildschirm siehst. Hier haben wir es. Wenn du ja online Kontakte generieren willst, wenn du online deinen Vertrieb aufbauen willst, dann musst du vier Dinge meistern. Erstens die richtige Denkweise. Ja, du brauchst die richtige Identifikation und Erwartungshaltung zu dem, was du tust. Für die meisten ist es so, die wollen heute anfangen und morgen Ergebnis haben. Und das funktioniert natürlich nicht. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob das hier mit der Verbindung klappt. Ja, okay. Und das funktioniert natürlich nicht. Ja, auch wenn man gerade in unserem Bereich ja schnell gutes Geld verdienen kann, ja, dann ist trotzdem für ein stabiles, erfolgreiches Geschäft, für ein stabiles Einkommen, ja, wichtig, dass man langfristig dranbleibt. Und dazu ist notwendig, dass du dich mit deinem Partnerunternehmen identifizierst, mit den Produkten. Das muss einfach passen, ja. Dann haben wir das Thema Reichweite, ja, und deswegen ist das Mindset auch hier wichtig. Du musst also bereit sein, sichtbar zu werden in irgendeiner Form. Entweder indem du bezahlte Werbeanzeigen schaltest oder indem du zum Beispiel ja, live gehst auf Facebook etc. Du musst oder einen Blog führst oder was auch immer. Du musst also zunächst mal das Mindset haben, dass du auch bereit bist, nach draußen zu gehen. Ja, weil nur wenn du nach draußen gehst, dann kann ja auch was zurückkommen. Ja, wenn die Menschen nichts von dir wissen, ja, ja, wie sollen die auf dich zukommen? Ja, also das heißt, du musst für Reichweite und Aufmerksamkeit sorgen. Das heißt, du musst in der Lage sein, Aufmerksamkeit für dich zu generieren. Ja, so, und das machst du am besten durch Content, Inhalte oder indem du, ja, ich sag mal, Werbeanzeigen schaltest. Und dann brauchst du eine Anlaufstelle. Ja, also mach's jetzt einfach mal, ich vereinfache das Ganze. Du brauchst also eine Webseite. Ja, so, und diese Webseite, die musst du dir als so eine Art Insel vorstellen. Ja, und auf dieser Insel betreibst du ein Hotel. Ja, das Hotel ist quasi dein Business. Ne? So, und das Ziel ist, von überall her auf der ganzen Welt so schnell wie möglich, ja, viele Menschen auf diese Insel zu holen, damit die in deinem Hotel einchecken. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, und da sind wir beim nächsten Step. Ja, also alles, was du online machst, Werbeanzeige, du erstellst irgendwo Content, veröffentlichst den, du machst, postest was in deiner Facebook-Story, in der WhatsApp-Story, wie auch immer. Das ist quasi, wie du Aufmerksamkeit erzeugst und die Menschen einlädst, auf deine Insel zu kommen. Das heißt noch nicht, dass die in deinem Hotel einchecken, sondern die sind lediglich auf der Insel. Ja, so. Das heißt, du baust mit jeder Sache, die du nach draußen gibst, baust du eine Brücke. Und je mehr Brücken du hast, desto mehr Menschen können über diese Brücke ja auf deine Insel kommen und sich überhaupt mal das Hotel ansehen. So, und jetzt kommt aber der Punkt. Wenn du jetzt auf diese Insel gehst, ja, und du findest dort ein schäbiges Hotel vor, du findest ein Hotel vor, was marode ist, wo, ich sag's mal, wo Spinnen ja unterm Bett hervorkrabbeln, würdest du dort einchecken? Nee, wahrscheinlich nicht. Und jetzt kommt der Punkt. Deswegen brauchst du Erfahrung, ja, damit du dein Hotel so aufbauen kannst, dass es deiner Zielgruppe gefällt. Ja, das heißt, du wirst, wenn du deine Zielgruppe kennst, wenn du die Menschen kennst, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, wenn du die Menschen, also die Eigenschaften, die Art der Menschen kennst, mit denen du zusammenarbeiten willst, dann kannst du natürlich das Hotel so gestalten, dass es maximal attraktiv auf diese Menschen wirkt. Ja, so, und je attraktiver dieses Hotel, also dein Angebot, ja, deine Webseite auf diese Menschen wirkt, desto mehr checken ein. Ja, so einfach ist das. Je mehr Vertrauen die Menschen in dein Hotel haben, ja, desto mehr checken die ein. Und wenn dein Hotel so klasse ist, dass die Menschen nie mehr raus wollen, ja, dass die am liebsten das ganze Jahr dort Urlaub verbringen würden, dann hast du es im Prinzip richtig gemacht. Und dazu musst du wissen, ja, wie du deine Conversion steigern kannst. Das heißt, wie du die Quote steigern kannst von Gesprächen zu Abschlüssen, wie du die Conversion steigern kannst von Website-Besuchern, ja,
zu Leuten, die dann in deinem Geschäft anfangen oder bei dir Kunde werden. Ja, das heißt, du musst herausfinden, ja, wie sich die Menschen auf deiner Website und deinen Gesprächen verhalten. Ja, und dann weißt du, wie du den Verkaufs, wie du ein Verkaufsgespräch oder deine Webseite so gestaltest, dass die eben halt ja, Verkäufe generiert oder dass sie Kontakte generiert. Ja, und die beste Webseite, die bringt dir nichts, wenn sie niemand findet oder wenn sie so aufgebaut ist, wie jetzt zum Beispiel das Hotel, was halt, wo die Spinnen unterm Bett hervorkrabbeln. Ja, also du musst immer wissen, welches Ziel verfolgst du mit deinem Business. Ja, welche Ziel verfolgst du mit deiner Webseite, mit deinen Gesprächen? Ja, und wie muss das Ganze aufgebaut sein? Gespräche etc. Haben wir ja alles schon ja in der Starter-Challenge drin, beziehungsweise in unserem Mitgliederbereich. Ja, so, und dann geht es im Prinzip darum, Vertrauen aufzubauen. Das heißt, du musst eine Kundenbindung erzeugen, eine Vertriebspartnerbindung erzeugen, sodass die Menschen im besten Fall ein Leben lang in deinem Hotel verbringen wollen und ja, verbringen. So, also das heißt, wir brauchen die Kontaktliste, die müssen wir stetig erstellen, die müssen wir erstellen und stetig erweitern. Du musst aufmerksam machen für dich, ja, oder auf dich. Und du musst deine Webseite so gestalten, dass das Ziel erreicht wird. Und jetzt kommt die positive Nachricht. Wir haben das im Prinzip für unsere Partner schon komplett vorbereitet. Das heißt, wir haben einen kompletten Sales Funnel. Den können alle unsere Partner haben, die 60, innerhalb 90 unseres Teams monatlich. sind. So, und dann hast du im Prinzip ein fertiges System. Das heißt, die Webseiten, die sind so gemacht, dass sie das Ziel erreichen. Wir haben ein E-Mail-Follow-up, was ich glaube aktuell 33 Mails umfasst, die so geschrieben sind, dass sie das Ziel verfolgen, ja, dass sie den Menschen dabei helfen, in deinem Business einzusteigen. Das heißt, du musst es nur noch nach einer Anleitung einrichten. Die haben wir für dich vorbereitet, ist super easy und kannst im Prinzip schon loslegen, online dann Kontakte zu generieren, kannst Werbeanzeigen dort draufschalten, etc. Ja? So.